Wir treffen heute Elektromobilitätsexperten Gerold Auerbach aus Salzburg. Er fährt seit Jahren beruflich und jetzt auch seit einem Monat privat mit der Familie voll elektrisch. Während unseres Gesprächs lädt er seinen neuen, rein elektrischen Skoda vor der Moon City. Nach einer halben Stunde ziehen wir gemeinsam Bilanz und schauen uns an, wie viel Strom dann im Akku steckt, wie weit er damit kommt und was ihn das wirklich kostet. Dazu kommen wir gleich. Geri, wir kennen uns ja aus längeren Zusammenarbeiten. Du bist also alternative Antriebe, also in allen Formen, also bisher schon gewohnt gewesen. Was war denn der Grund, warum also jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, dass man also sagt, für das E-Mobil bei dir und in der Familie ist genau der richtige Zeitpunkt? Ich bin gezwungenermaßen jobmäßig irgendwann einmal zu dem E-Auto-Thema gekommen oder kommen müssen. Hab so alle Dinge im Kopf gehabt, die damals dagegen gesprochen haben, also von der Energieproblematik angefangen über die Rohstoffe und Kinderarbeit und Klima und Entsorgung der Batterien, also all die Dinge, die man der Elektromobilität immer so unterstellt, und habe mir damals gedacht, ich schaue mir das jetzt einmal an, habe vor 2 Jahren das Glück gehabt, dass ich dann einmal so ein Auto für 1,5 Monate gekriegt habe und habe mir dann einen Versuch selber auferlegt und habe mir gedacht, ich fahre jetzt einmal 1,5 Monate trotz vieler Langstrecken einmal nur elektrisch, ohne Backup, einfach nur elektrisch und schaue mir das an, wie das bei uns in Österreich, wie das in Deutschland in der Realität wirklich funktioniert. Ja. Und das Ergebnis war für mich unheimlich überraschend, weil alle Vorurteile, die ich so gehabt habe, widerlegt worden sind. Es hat perfekt funktioniert. Es ist kein Verzicht nicht in dem Sinn, wie man immer glaubt, man muss auf das verzichten und das verzichten. Es ist einfach eine andere Art der Mobilität, aber ich bin überall hingekommen, ich bin auch genauso schnell hingekommen. Ich habe beruflich nichts versäumt, das heißt, das hat mich überzeugt. Es ist nicht die Lösung aller Probleme, die wir haben, also gar nicht im Klimabereich, aber es ist doch signifikant besser als jeder Verbrenner. Stichwort Schnellladen ist gefallen. Du bist also jemand, der sagt, also wenn ich nicht zu Hause ausschließlich laden kann, weil viele Elektromobilisten sagen, wenn ich nicht selber zu Hause laden kann oder in einem betrieblichen Umfeld, dann ist das E-Auto nichts für mich. Du bist offensichtlich anders. Du sagst also, mit der Ladeinfrastruktur, mit der Schnellladeinfrastruktur kommst du mit deinem Nutzungsverhalten sehr gut durch. Genau. Also ich habe mir ausgerechnet, wie viele Kilometer fahren wir mit dem Auto im Durchschnitt, wie ist die Reichweite in etwa und wie oft muss ich wirklich an die Ladestation. Ja? Und das ist bei uns in Wirklichkeit so, dass wir so in etwa ja, alle 10 Tage, manchmal 14 Tage in Wirklichkeit laden müssen. Die Reichweite von dem Auto ist deutlich besser, als ich mir gedacht habe. Also wir sind da im Prinzip bei der angegebenen WLTP-Reichweite jetzt um die Jahreszeit. Und ich komme jetzt in der Regel alle 10 Tage daher und hänge dann einmal eine halbe Stunde an und damit habe ich eigentlich den Großteil der Energie drinnen. Bei mir zu Hause kann ich laden, wenn ich schaue, wie viele Kilometer fahren wir pro Tag und wie viel Strom brauche ich, dann kann ich sagen, dass das über Nacht ja mehrmals hineingehen würde. Und wenn man irgendwo in der Nähe eine vernünftige Ladestation hat, so wie da, ist das natürlich perfekt. Wir haben also einige Aspekte also beleuchtet. Es ist also kurz vor der halben Stunde. Wir gehen also jetzt raus und schauen, wie viel Energie ist jetzt wirklich also in dieser halben Stunde also ins Auto geladen worden und machen dann noch einmal also ein Resümee, was sind das für Kosten bezogen auf 100 Kilometer. Gerold und Harald machen sich auf den Weg zum Hypercharger. Dieser hat das Auto nach einer halben Stunde auf satte 68% aufgeladen. Ever since I was a child. Aber wie viel hat das Gerold gekostet? Wie schlägt sich der E-Skoda gegen den alten Diesel? Die beiden rechnen nach. Spannendes Ergebnis unseres Schnellladevorganges. Wir haben das also auf der Flipchart zusammengefasst. Wir haben also einen Ladestand gehabt von ungefähr 20%, haben also diesen erhöht um weitere 50%. Das hat uns gekostet also 5,68 Euro. Und das heißt also auf 100 Kilometer 2,22 Euro. Ein Dieselfahrzeug, das du vorher betrieben hast, ist in der etwa dreimal so viel gewesen, oder? Kann man sagen, ja. Unglaublich. Wirklich ein starkes Ergebnis für das Elektroauto. Aber wie schlägt es sich im Familienbetrieb? Wir schauen uns also jetzt an, wie das Auto in der Praxis funktioniert. Die beiden machen sich auf den Weg zu Gerolds Familie.
Wir sind also jetzt bei der Familie Auerbach zu Hause. Wie war denn das, also wie das Auto also jetzt gekommen ist? Naja, für mich war es nur zum Teil überraschend, weil das Auto ganz neu am Markt war und das überhaupt einer der ersten war, die in Österreich zugelassen worden sind. Aber viel spannender war die Frage eigentlich für meine Familie, weil für die war es jetzt quasi das erste Mal das Elektroauto. Das sind bei mir mitgefahren, aber das letzte Auto in der Nutzung daheim haben, das war natürlich ein komplett neues. Also das heißt, wir fragen am besten also die anderen Familienmitglieder. Perfekt wahrscheinlich, ja. Super. Hast du vorher Bedenken gehabt, bevor das Auto also angeschafft wurde? Wichtig war, dass das Cello der Tochter und die Trompete und alle Wanderutensilien Platz haben. Das hat auf alle Fälle Platz. Es ist fast mehr Platz als vorher. Okay. Mir ist immer wichtig, dass es fährt. Aber in diesem speziellen Fall habe ich doch Bedenken gehabt, wie das werden wird mit Laden, mit der Reichweite, ob ich damit auch unsere Hütte erreichen werde, die doch 130 Kilometer weiter entfernt ist. Und ob es auch Möglichkeiten geben wird, am Weg dorthin oder zurück wieder tanken zu können. In der Zwischenzeit haben wir herausgefunden, dass die Situation viel besser ist, als wir uns das vorher gedacht haben. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, schnell zu laden. Es gibt die Möglichkeit, zu Hause zu laden. Und von der Reichweite her ist es fast wie mit einem normalen Auto. Also 500 Kilometer schaffen wir auf alle Fälle. Also zu meiner Dienststelle und wieder zurück, das ist alles ganz leicht möglich. Okay, also ein Monat Praxiserfahrung haben also alle Zweifel, die am Anfang bestanden haben, also aus dem Weg geräumt. Kann man das so sagen? Ja, und vor allen Dingen das Fahrgefühl ist einfach wirklich ein Traum. Man ist irrsinnig schnell in der Beschleunigung. Es ist ein sehr ruhiges, angenehmes, leises Fahren. Man hat fast das Gefühl, man steht. Also wenn man nicht auf den Tacho schaut, dann könnte man schnell einmal zu schnell werden. Es wird sogar voreingestellt, wenn eine Kurve kommt, fängt er selber zum Bremsen an. Was natürlich auch wieder Stromgewinnung wird, weil ja das Auto dann rekuperiert und nicht nur bremst, sondern auch schon wieder Strom erzeugt. Und man beginnt dann auch eine andere Fahrweise, weil man schon immer vorausschauender fährt und sich denkt, ah, da kann ich schon wieder bremsen und da kann ich schon wieder Strom gewinnen. Wir sitzen also jetzt im Skoda Enyaq auf der Rückbank und was schätzt du also jetzt an der Rückseite bzw. am rückwärtigen Bereich dieses Fahrzeuges so sehr? Es ist mehr Platz, weil kein Mitteltunnel da ist. Okay. Man hat Tische mit Becherhalter, Ladekabel mit USB-C-Anschluss, Schlafkopfstützen, Ausklapper. Unten hat man noch ein eigenes Handyfach drinnen. Hier hat man noch Sichtschutz, falls man das will. Und ja, ist ziemlich schön hier hinten. Also du sitzt mittlerweile lieber hinten als vorne, oder? Genau, weil früher hat es immer Streit gegeben, wer vorne sitzen darf. Und jetzt halt, ja, gibt es noch Streit, wer auf welcher Seite hinten sitzen darf. Florian, was würdest du für die Zukunft also gerne haben? Dass wir den Strom selbst produzieren, dass wir nicht mehr irgendwo hinfahren müssen, um zu laden. Und mit Photovoltaikanlagen würde ich glauben, dass das gut funktioniert. Okay, Photovoltaikanlage also am eigenen Haus? Genau. Den Strom, der dort produziert wird, den schicken wir ins Auto? Okay. Was könnte man mit dem Strom noch machen? Waschmaschinen betreiben, man könnte die Hausbeleuchtung betreiben, das gesamte Haus mit Strom versorgen und ja. Und wenn also dann einmal die Sonne nicht scheint, wo holen wir uns den Strom dann her? Von Wasser- und Windkraftwerken. Okay, und vielleicht sogar aus dem Auto. Genau. Danke dir. Zum Schluss sprechen wir auch noch also mit Theresa Auerbach. Theresa, wenn es also jetzt darum geht, wo kommt der Strom her, wie denkst du also du, was sollte da sein? Er sollte nicht aus Atomkraftwerken kommen, weil das ist halt sehr schädlich für die Umwelt. Und er sollte eher so von Wasserkraftwerken oder so von Windrädern kommen. Und er sollte sauber sein? Ja. Okay. Der Umweltgedanke zählt für die ganze Familie. Aber steht das nicht im Widerspruch zu großen Hochleistungsbatterien und deren Herstellung? Wir wollen zum Schluss also auch noch also das Thema Batterie und Lebensdauer der Batterie und mögliche Zweitverwendung also diskutieren und die Frage an den Gary. Wie lange glaubt man, dass man also jetzt die Batterie in diesem Auto also für den Zweck des Fahrens verwenden kann?
Ja, aus Sicht des Kunden, würde ich mal sagen, ist die Garantie, die der Hersteller gibt, einmal 8 Jahre oder 150.000 Kilometer. Ich denke, in der Realität hat man die Erfahrung ja von vielen Fahrzeugen, die schon deutlich länger am Markt sind, dass das mit der Degeneration in Wirklichkeit kein großes Thema wird. Die wird ja nicht kaputt werden wie beim Handyakku, wo man es wegschmeißen kann. Das heißt, die wird irgendwann einmal Kapazität verlieren und damit wird die Reichweite nach unten gehen. Dann wird man es ausbauen und dann wird es heiß begehrtes Gut sein, weil dann geht es in diese Second-Life-Konzepte. Das heißt, das ist dann prädestiniert, dass man zum Beispiel zu Hause eine Photovoltaikanlage über so eine Batterie dann puffern kann. Und dann kann man davon ausgehen, dass das sicherlich noch einmal viele Jahre halten wird. Das heißt, am Ende der Lebensdauer, die dann sehr lang ist, hat die Batterie wirklich lange Zeit gute Dienste getan. Dann kommt es ins Recycling und es gibt ja derzeit schon ganz viele Recyclingverfahren am Markt, die fertig entwickelt worden sind. Und da kann man in der Regel davon ausgehen, dass man 95% aller Rohstoffe wieder so Sorten rein rauskriegt, dass man für die nächste Batterie bauen kann. Das heißt, in diesem großen Volumen, das da jetzt gerade sich abzeichnet, kann man sagen, wird das in Wirklichkeit in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen. Aber wenn dann also wirklich also das technische Lebensdauerende der Batterie da ist, sagen wir 10 Jahre im Auto und 10 Jahre noch irgendwo in einer Speicherfunktion, und dann ist die Batterie also so, dass sie also in ihre Einzelteile zerlegt wird, dann gibt es also bis dorthin also die Verfahren. Es gibt ja verschiedenste Zahlen und viele Studien, viele Untersuchungen, wie weit ist das jetzt treibhausgasmäßig mit einem Verbrenner vergleichbar. Da kann man natürlich jetzt die eine oder andere Studie immer als extrem rausnehmen, wenn man so ein bisschen den Durchschnitt anschaut und so ein Fahrzeug jetzt mit Grünstrom betreibt, wie wir das da in Salzburg auch machen, über das Angebot der Salzburg AG, dann würde ich bei dem Auto mal sagen, so wahrscheinlich bei 30, 40, 50.000 Kilometer ist das Ding neutral gegenüber dem Verbrenner und ab dem Zeitpunkt ist fürs Klima ein Vorteil. Wobei man natürlich immer sagen muss, es ist nicht null, ja. Also es ist fürs Klima immer Thema, aber die Reduktion über viele Autos, die wird es ausmachen. Wir haben heute einen spannenden Tag zum Thema E-Mobilität mit der Familie Auerbach verbracht und freuen uns schon auf die nächste Ausgabe E-Mobilität am Punkt.